Fernweh packt mich gar nicht, sondern es packt mich eine innere Rührung. Ja, und du wohnst im Schloss. Dankbarkeit, dass es so sein darf, wie es ist. Und auch dafür, dass man überhaupt in der Verantwortung sein darf, sowas zu verwalten. Nach Hause zu kommen ist etwas, was ich sehr brauche, wo ich mich wieder aufladen kann und irgendwie auch die schönen Erinnerungen, das liebe ich, aber ich muss auch immer wieder weg, also ich brauche irgendwie beides. Papi war ja nicht so nett zu mir. Wir haben versucht, den Kindern gewisse Freiheiten zu lassen, dass sie sich ihren Begabungen, ihren Talenten entsprechend entwickeln können. Und wenn sie das ernsthaft getan haben, haben wir sie natürlich dabei mit allen Kräften unterstützt. Ich schätze sehr seine Großzügigkeit in allerlei Hinsicht mit Menschen. Das ist halt was Wunderschönes. Danke mal, dass Sie uns heute begleiten zur Schaumburg, zur Ruine. Die Hausherren hier von dem wunderbaren, schönen Schloss. Wir versuchen im Regen wandern zu gehen. Oder wahrscheinlich hört es ja wieder auf, bis wir dort sind. Aber ich glaube, jetzt machen wir uns hier von Everinghaus auf den Weg. Wie lange geht man da ungefähr? Wir müssen mal schauen, welchen Weg wir nehmen. Aber Zettel dauert schon. Wandern, nur des Wanderns wegen, machen wir selten. Also Bergwandern, größere Wanderungen, Spaziergänge tun wir schon. Am Nationalfeiertag war ich in den Nockbergen in Kärnten. Und davor waren wir in Cortina, in den Dolomiten, mit einem Großteil der Familie und Freunden, mit Kindern. Und das war sehr schön. Ja, wirklich. Ein Erlebnis. Wobei das heute ja ein gemütlicher Weg ist. Heute ist ein ganz gemütlicher. So gemütlich hast du auch schon gemacht. Ja, das schon. Ich fühle mich als Verwalter eines Familiengutes und mache es so gut als möglich. Schau, dass die Substanz erhalten wird und dass es für die nächsten Generationen halt gute Voraussetzungen gibt. Ja, ich werde nicht alles im Detail kennen. Durch das Aussterben der Schaumburger, Ende 16. Jahrhunderts, ist das dann in die Familie der Starnberger gekommen. Ja. Bist du oft oben gewesen schon in deiner? Früher schon, ja, immer wieder. Jetzt sind schon länger nicht mehr eigentlich. Aber, als Kind aber sie immer wieder mit. Ja, gell? Stimmt. Hat da der Papa da ab und zu so ein bisschen schaurige Geschichten da oben erzählt, wo man sich dann als kleines Mädchen da tut, jetzt pfiff mir aber. Ja, also er eher nicht, weil er das nicht so gerne hat, eigentlich diese ganzen großen Geschichten, aber wir als Kinder schon und halt auch von der Familie einfach irgendwelche Geschichten, die man so mitbekommen hat. Ich bleibe meistens eher bei meiner Musik, aber ich also so im Großen und Ganzen kenne ich mich schon ein bisschen aus, aber naja. Also manchmal werde ich angesprochen und sage, aha, ist das so? Und ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt. In Everin gibt es praktisch keine bekannten Geschichten. Da habe ich auch nie gefragt. Also keine verborgenen Schätze, keine Tunnels, keine Höhlen. Also uns ist nicht viel bekannt. Okay. Wir haben oft gefragt, aber uns ist nicht viel bekannt. Ja. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Familie natürlich oder ein Vertreter der Familie vieles im Bereich der Kunst und vor allem der Musik gefördert. Mhm. Bis hin zu Mozart, nicht? Mozart hat in einem Haus der Familie in Wien gearbeitet. Ja, ja, hat dort gearbeitet. Mozart hat dort die Zauberflöte geschrieben und er hat dort auch die Zauberflöte uraufgeführt. Mozart hat alles im Kopf oder meist im Kopf fertiggestellt, fertig komponiert gehabt, niedergeschrieben hat er es dann auf diesem Tisch, nicht? Ja. Und wahrscheinlich. Die Latte liegt ziemlich hoch. Die Latte liegt hoch und so. Na, vielleicht steht irgendwann mal ein Tisch von mir drin, wenn ich Glück habe. Ich habe es immer eher abgelehnt, jetzt die Kontakte zu sehr zu nutzen. Vor allem auch in London war ich ja natürlich halt eine von Tausenden irgendwie. Und, aber man kann schon, natürlich kann man sagen, dass es gut ist, ein tolles Netzwerk zu haben. Aber das bringt dir nichts, wenn die alle deine Musik nicht mögen, oder? Ja, das ist schon. Sicher irgendwo ein Glück, aber ich will das nicht darauf aufbauen. Sie hat sehr, sehr lange gebraucht, sich überhaupt auf die Bühne zu trauen. Ja, stimmt. Alle vier Kinder waren in Dagsberg, von der ersten bis zur letzten Klasse, haben kein Auslandssemester gemacht und haben dort ich kriege dabei wirklich vor Freude, Gansel hat eine unglaublich schöne und gute Ausbildung genossen. Und dann wurde gesucht, eine Sängerin für Aretha Franklin Think, ein Lied, das
in der Schule fast niemand irgendwie im Endeffekt gesungen hat oder konnte. Dann hat eben eine Freundin vorgeschlagen, ja, aber die Kalina. Und also, die Kalina wirklich, wir wussten ja nicht, dass sie singt. Dann habe ich gemerkt, das hat ja wirklich eine Wirkung auf die Menschen. Und habe gesagt, wow, vielleicht kann ich es wirklich schaffen. Und seitdem war mein Traum, nach London zu gehen. Das war ganz fix. Und dort in eine Musikschule zu kommen. Ich drücke mich sehr oft sehr, sehr gerne in Englisch aus. Auch jetzt noch, jetzt, wo ich in Österreich wieder lebe. Manche Worte fehlen mir dann irgendwie hier, die ich gerne, also ich habe das sehr, sehr gern eigentlich. Ja, bevor wir hierher kamen, haben wir in Madrid gelebt und da ist sie auch geboren. Und die Mami hat eigentlich mit euch immer Spanisch geredet, nicht? Mhm. Und so ist sie, ich immer Deutsch, die Mami über Spanisch und so sind sie schon mal zweisprachig aufgewachsen. Ich bin sehr, sehr dankbar, auch dass ich schon zweisprachig aufgewachsen bin eben und dieses Spanische so mitbekommen habe, dann auch später das Englische, das so Sprachen ist für mich irgendwie leicht. Ich rede gern so mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Kulturen. Dass es Ihnen gelungen ist, ja, weltoffen zu sein und Sprachen zu sprechen, das habt ihr nicht von mir. Ja. Das bin nicht ich, das kommt eher von der Mami. Und auch, dass die Mami euch einfach auch mitgegeben hat, dass man Sprachen am besten lernt, wenn man sie einfach spricht. Also es gibt auch Videos noch, wo er dann immer mit uns schon Deutsch geredet haben und wir haben nur auf Spanisch geantwortet. Und unser Deutsch war so eigentlich sehr süß, wenn ich jetzt so zurückdenke, weil es war so ein schlechter Akzent, so wirklich, ja, ich weiß nicht, das ist so herzig, wenn ich das in den Videos jetzt sehe. Aber es ist sehr schnell gegangen hier. Auch den Dialekt haben wir sehr schnell dann gelernt. Ist das manchmal belastend auch als Vater, wenn man sagt, man hat so viel Tradition, man hat, also die Familie hat so viel Tradition, man kennt die Familie seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Es würde niemand verstehen, wenn ich heute sagen würde, das ist schwierig. Das ist ja wirklich nicht fair. Ehrlich gesagt habe ich das als Kind überhaupt nicht realisiert. Es war eher die Mitschüler, die es mir sozusagen gesagt haben, weil meine Eltern mir das natürlich nie, also keine Ahnung, ich wusste nicht, ob das irgendwas bedeutet oder was auch immer. Man muss bestimmte Dinge genauso meistern und man kann es mir auch glauben, es ist nicht alles nur glänzend und nicht alles nur strahlend. Es gibt genauso Schattenseiten wie überall im Leben. Dann hat mein Bruder einmal, um sich zu verteidigen, weil es war so, ja und du wohnst im Schloss, du bist der vom Schloss. Hat er gesagt, nein, 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 wir haben nur eine Wohnung dort gemietet, das ist nicht von uns, das gehört uns nicht. Man wird vielleicht vom einen oder anderen genauer beobachtet, man wird vielleicht vom einen oder anderen gemocht, von anderen wieder abgelehnt. Alles ist dabei, aber das ist halt so. Ja, es ist wahrscheinlich ein bekannter Name, aber es spielt in meinem Leben keine große Rolle, sagen wir so. Wir sind dankbar, dass es jetzt so ist, wie es ist, aber selbstverständlich ist gar nichts und wie es morgen ausschaut, wissen wir nicht. Nicht? Und wenn man bedenkt, es geht uns ja allen gleich, wie schnell sich Dinge auch ändern können durch Schicksalsschläge, durch Ängste, durch Krankheiten etc. Ja, muss man dankbar bleiben. Viele Wege führen auf die Schaumburg. Ja, genau. Ja, eben. Pupping, Hartkirchen. Der Hartkirchen ist schon ein ganz schöner Marsch. Ganz schöner Marsch, ja. Und dann in die Richtung geht es eben Schaumburg. Und von da kann man rüber über die Landlkapelle, oben drüber. Man kann nach unten gehen. Sicher nicht alle Wege. Und daher haben sie den Turm hergesaniert. Das sind natürlich Sehenswürdigkeiten, das sind Burgen, das sind Anlagen, die die Leute gern sehen, wo sie hier gerne herkommen mit ihren Kindern, mit ihren Familien, Ritterspiele machen und so weiter. Aber du musst halt immer Lösungen finden, gemeinsam mit der Region. Ja, du musst schauen, dass da die Gemeinden und Bezirke zusammenhelfen, dass so ein Objekt erhalten werden kann oder abgesichert sein kann, sodass überhaupt Leute rein können. Ja. Soweit ich weiß, ist es eines der ganz beliebten Ausflugsziele der Oberösterreicher und ich glaube auch, dass die meisten Schüler irgendwann einmal hierher kommen. Ja, richtig. Pass auf, es ist ganz rutschig. Ja, das ist eine... Das ist eine große, komplexe Frage, glaube ich, ob man besser gelebt hat jetzt oder damals. Aber ich weiß nicht, ob ich das eigentlich gern gehabt hätte, damals zu leben. Aber interessant wäre es schon gewesen. Aber du hast deine Rolle sicher gefunden. Ja, ja. Das Wie hätte die ausgeschaut? Vielleicht eher im Burgfreiland, weil das waren so schöne Kleider und dann wäre ich so ganz romantisch herumgegangen und überall gesungen und so wie das Sound of Music oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, welche Rolle ich dort gespielt hätte und welche Rolle ich genossen hätte. Ich weiß es nicht. Muss ich einmal hier diese Dimensionen anschauen, ja. Das ist schon sehr beeindruckend, ja. Da bin ich dafür, ja. Bei was? Bei was bist du dafür? Dass die Ritter um mich kämpfen und ich bin die. Thank you.
Aber es gibt großes gegenseitiges Vertrauen. Gell, Carlina? Kinder gehen ihre Wege, Familienmitglieder gehen ihre Wege und finden auf ihren Wegen ihre Partner, nicht? Und ich habe die wahrscheinlich am meisten lustige Leute nach Hause gebracht. Oder verschiedene Kulturen. Es gab also schon ein paar Überraschungen. Ja. Aber es war alles immer gut, gell? Und es war alles in einer guten Beziehung und ja. Ich glaube, Werte muss man benennen. Man muss wissen, von was man redet. Man muss versuchen, es zu leben und ihnen begreifbar zu machen, verständlich zu machen. Es ist nicht immer alles leicht. Wir haben ganz bestimmt irgendwie mitbekommen, als Selbstverständlichkeit, relativ traditionelle Haltungen, wahrscheinlich auch eher christliche Haltungen, die Carlina würde sagen. Die 10 Gebote sind gar nicht nur so christlich, sondern ich finde sie einfach menschlich im Prinzip. Und deswegen, ich will vor allem menschlich sein einfach und zumindest versuchen, den Menschen gut zu werden. Und ich glaube, damit das Miteinander ja, unter uns einigermaßen funktioniert, sollte es Regeln geben, an die wir uns halt alle halten. Und natürlich haben wir darauf geachtet, dass das auch die Kinder mitbekommen und annehmen. Ich will vertrauen können, dass mich niemand anlügt und der andere soll vertrauen können, dass ich ihn nicht anlüge. Und dass ich nicht stehle. Verliere nie deine Skisachen zweimal am selben Ort. Ich verliere ja oft Sachen und irgendwie hat er das früher sehr verrückt gemacht. Und ich habe alle, also meine Skibrille, wir sind kurz essen gegangen, weggelegt, kommt zurück, weg. Ein Tag später, er hat mir alles neu gekauft, sehr lieb, und so kommen wir wieder. Ist genau dasselbe. Da wird man dann narrisch. Das war bei mir so Alltag eigentlich. Ich schätze sehr seine Großzügigkeit in allerlei Hinsicht mit Menschen, auch mit uns. Und irgendwie dieses auch eigentlich sehr dieses Selbstlose, dass er halt sehr für uns lebt und eigentlich alles für uns machen würde. Und das ist, ja, das ist halt was Wunderschönes. Und du kennst den Fußball aus? kennt alle Lieder, die waren ja früher alle mit. Ja, sicher, sicher. Aber vor allem auch, also ich sage dann immer das nach, wenn ich so zuhöre bei Männergesprächen, ich sage dann das nach zum nächsten Person. Ja, aber der ist in der Defensive nicht so gut und so. Ja, stimmt. Und dann reden sie auch mit mir und dann sage ich, okay, ja, passt. Ganz ehrlich, auf diesen 4 ganz verschiedenen Wegen der Kinder haben wir selbst sehr viel gelernt und speziell ich extrem viel gelernt. Alle über die Musik, das sind neue Themen. Man muss so flexibel jetzt sein als Künstler, finde ich. Und auch so viele verschiedene Sachen machen. Also ich schreibe eben auch viele Lieder. Natürlich schreibe ich alle meine Lieder selber, aber eben auch jetzt manchmal für Werbungen oder Filme ist schon mal vorgekommen, in einer Serie zum Beispiel und so in Amerika. Das muss man lernen und man muss es nicht. Man darf es und kann es. Und ich habe so über die Kinder und auch meine Frau sehr viel Neues erfahren. Und das ist bereichernd und es ist auch verbindend, ja. Da sind Sie am liebsten rein, die Kinder, wahrscheinlich alle Kinder. Genau. Da, Sakristei und dann diesen Turm herauf. Gell? Ja. Welchen Wunsch ich auf den Weg mitgebe, dass sie möglichst auf dem Weg bleibt, auf dem sie ist. In Frankreich sind wir öfters auch im Fernsehen gewesen. Dass sie sich nicht verbiegen lässt, sondern die Dinge nur aus Überzeugung tut. Also es gibt schon Sachen, gute Sachen, die passieren. Und dass sie auch in größten Krisen das Gottvertrauen nicht verliert. Naja, dass er uns lang noch weiterhin so unterstützt und auf allen unseren Wegen begleitet und diese auch mit uns genießt einfach und damit glücklich wird auch. Und vielleicht kann ich auch irgendwann ein bisschen was zurückgeben von dem, was ich alles selber so hoffentlich erreiche noch. Das ja. Sei, ja. Tust du tagtäglich. Herzlichen Dank für das Gespräch, für die viele Zeit, die wir miteinander verbringen durften.
dass ich mit Ihnen wandern durfte. Es war wunderschön. Wir danken vielmals. Wir danken vielmals und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Beim Last Dog. Oder beim Auftritt auf der Schaumburg. Das genau.